So, ich sitze hier auf dem Marktplatz oder auf dem Rathausplatz von Schwinsheim, Bad Schwinsheim. Alles schön, alles feierlich. Ich drehe einfach mal das Handy um, weil ich wieder technisch nicht weiterkomme. Ja, und hierauf wurden mit der Einführung der Eucharistie-Prozession an Fronleichnam sicherlich früher auch das Allerheiligste durch die Straßen getragen. Der Abbruch vorhin bei der Frage, warum tragen wir eigentlich ihn hinaus? Und ich möchte die Frage anders stellen, wie tragen wir ihn hinaus? Und da möchte ich Professor Wolfgang Beck, Sozialpastoraltheologe aus St. Georgen, Pastoraltheologe, aber in erster Linie Sozialtheologe, von dem ich gehört habe, dass er eigentlich möchte, an allen Brennpunkten auch den Glauben zu verkündigen. Lange Jahre habe ich mich in meiner Arbeit als Klinikpfarrer an solchen sozialen Brennpunkten gefunden und gefühlt. Später in der Trauerarbeit eigentlich noch mehr, denn 95% unserer Menschen, die wir in der Trauerarbeit begleitet haben und begleiten, sind nicht gerade sehr kirchlich orientiert. Er hat aufgefordert, mit allen Möglichkeiten, die die neuen Medien geben, Facebook, Instagram, TikTok und so weiter, den Glauben zu verkünden. Warum nicht? Die Tage habe ich von einem Diakon im Internet zufällig einen Predigtstream mitbekommen. Ein ständiger Diakon, ein Chirurg, der also das Reden gewohnt ist, hat in doch religiöser Sprache mehr oder weniger den Satz: geht hinaus in die ganze Welt und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hinausgehen in die Welt, dieser erste Teil, war relativ unbetont. Aber er als Chirurg wird mit Sicherheit seinen Glauben auf diese Art und Weise leben und lebendig halten. Und wenn ich hier im tröpfelnden Regen sitze, dann mache ich es nicht wie die teilweise Sekten und preise irgendetwas an. Nein, es ist mir wichtiger, den Menschen, die jetzt dann vielleicht diese Dinge sich anschauen, ein Stück Solidarität zu zeigen. Denn Trauernde, sie isolieren sich. Sie werden isoliert, weil man es einfach nicht mehr hören kann und will. Und sie haben manchmal wenig soziale Kontakte. Die Menschen brechen nach einem halben Jahr manchmal die Kontakte ab, weil sie es nicht mehr ertragen können, dass jene, die einen lieben Angehörigen oder ein Kind verloren haben, immer noch jammern. Ich lade Sie ein, Fronleichnam. Fronleichnam so zu verstehen, dass wir im Alltag Glaubensgenossen finden, mit denen wir uns auf den Weg machen. Und nicht fromm daherreden, schöne Altäre aufbauen, wie ich es als Jugendlicher und Kind erlebt habe. Als Oberministrant, und damit will ich schließen, hatte ich das Privileg, hinter dem Allerheiligsten herzuschreiten. Die Bauern hatten die Kühe auf das Feld getrieben, die Fenster waren dann geschmückt, die Birken standen am Wegesrand, die am Morgen frisch geschnitten im Wald geholt wurden. Alles war hübsch hergerichtet. Ich schritt, wie gesagt, hinter dem Himmel hin. Und die Häuser waren geschmückt mit Bildern aus den letzten 100 Jahren. Blumen, die extra geschnitten wurden. Ich schritt
hinter dem Allerheiligsten her, sagte den Männern, die den Himmel trugen, die Lieder an, die Anfänge, damit sie mitsingen konnten. Der Pfarrer, der die Monstranz trug, schritt vor mir her. Und ich schaute und schaute und blickte nach oben und sah die Wirklichkeit vor mir nicht mehr, die denn in dem, was Rindviecher und Kühe zurückgelassen haben, vor mir buchstäblich auf der Straße lagen. Ich hoffe nicht, dass Sie den Geruch, der damit verbunden ist, jetzt in Ihrer Erinnerung, in Ihrem Gedächtnis wachrufen. Ich hoffe nicht, dass Sie sich ausmalen, was hätte alles passieren können, wenn ich denn schwungvoller gelaufen wäre oder gar um die Ecke gebogen wäre. Ich hoffe, dass Sie in der Welt, in Ihrer Umgebung erkennen, wie und wo wir Göttliches finden. Und zwar Göttliches, das uns am Leben teilhaben lässt.